Gut, so. Die Aufgabe 9.2. Da geht es um eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle. Uns hat schon wieder jemand hier die Stifte auch geklaut. Und zwar zeichne ich das jetzt nochmal hier komplett an, das Bild. U1, ich brauche eine Brille. R3. R1. Das ist natürlich völlig unnötig, so gebogen gezeichnet, aber das deutet natürlich ein bisschen an, was passieren soll. So, und dann haben wir hier die Quelle mit Alpha mal U2. U2 ist noch nicht bezeichnet. Und RL und UL. So, da ist das U2. Geben Sie UL als Funktion der gegebenen anderen Parameter an, also rechnen Sie einfach UL aus. Okay, was wissen wir? Also immer, wenn man nicht genau weiß, was man tun soll, schreibt man erstmal hin, was man überhaupt weiß. Eventuell gibt es da einfach sogar Teilpunkte, ne? Also was wir wissen ist natürlich, UL ist gleich Alpha mal U2. Das kann man so ablesen hier, ne? So, dann brauchen wir eigentlich dieses U2 hier, um das ausrechnen zu können. Okay, was wir haben, ist ja, dass, das nenne ich hier mal UR2, dass U2 gleich U1 minus UR2, also ein Spannungsabfall an dem Ding hier ist. Ne, da wird es ja gemessen. Wir könnten das als gemeinsame Masse ansehen. Das ist nett, das hinzuschreiben, aber nicht unbedingt notwendig. Also brauchen wir noch UR2. Hier, ich taste mich weiter. UR2 ist, ja, das ist dieser Spannungsteiler hier. Das heißt also, die Quelle, das ist nämlich Alpha mal U2. Wenn Sie mit dem Alpha Probleme haben, dass das da jetzt steht und Sie das irgendwelche hektische Flecken auslöst oder so, dann sagen Sie einfach, okay, die heißt jetzt einfach mal Alpha mal U2, wie früher die Quellen UQ hießen. Einfach nur ein anderer Name, ne? So, und dann den Spannungsteiler, also R2 durch R1 plus R2. Na gut, was wir feststellen, im Prinzip haben wir hier ein Gleichungssystem mit 1, 2, 3 Unbekannten. Das ist natürlich völlig albern, das mit einzubeziehen, also nehmen wir das mal weg. Also haben wir ein Gleichungssystem mit 1, 2 Unbekannten hier, also UR2 und U2. Und zwei Gleichungen dabei, also wird das wohl lösbar sein, weil das ist linear. In der Regel sind die lösbar, nur in der Mathematik halt oft nicht, weil man die so konstruiert hat, dass sie nicht lösbar werden. Also es gibt die schon physikalisch auch wirklich. Also gut, setzen wir das ein. Dann kriegen wir U2 ist gleich U1 mal, Quatsch, plus Alpha mal U2 mal R2 durch R1 plus R2 raus. Na gut, das müssen wir auflösen und dann ist es getan. Mache ich mal hier unten drunter. Also, U. Ach, jetzt sind diese komischen Zeichen, ey. 1, jetzt ist es aber plus. Plus Alpha R2 durch R1 plus R2 ist gleich U1. Und wir kriegen raus, U2 ist gleich U1 durch 1 plus Alpha R2 durch R1 plus R2. Das Ganze schön gemacht. U1 mal R1 plus R2 ist erweitert mit R1 plus R2. R1 plus R2 mal 1 plus Alpha. So, wir brauchen UL. UL ist Alpha mal U2, also der ganze Quatsch, der da steht, mal Alpha noch. R1 plus R2 mal 1 plus Alpha. So, das war's. Okay. Wie groß ist der Spannungsabfall? Ist die Spannungsverstärkung UL durch U1 für den Fall, dass Alpha gegen unendlich geht? Ja, ich mach's mit der Hand am Arm, also UL durch U1, also will so viel heißen, ich mache jetzt nicht L'Hôpital, ach, kann man eigentlich, ne? L'Hôpital kennen Sie? Ja. Sie auch?
Welche Methoden kennen Sie, um irgendwelche Grenzwerte zu bestimmen, wenn irgendwas auf unendlich oder sonst wohin geht? Hä? Keine? Ja. Okay, wenn man so in der Schule lernt, dann können wir es so auch machen. Danke. Das weiß ich nämlich nicht mal, wie man es in der Schule lernt. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, ich mache das Alpha. Hier steht das Alpha so, wenn das sehr groß wird, wird das auch sehr groß. Wenn ich Alpha hier sehr groß mache, dann wird das sehr groß gegenüber der 1. Wir können also die 1 weglassen. Das heißt, hier bleibt Alpha mal R2 stehen. Alpha mal R2 wird, wenn Alpha gegen unendlich wird, geht sehr groß gegen R1. Das heißt, hier unten, hier bleibt also stehen, dass das wird Alpha mal R1 plus R2. Ich mache da mal einen Pfeil hin. Das ist mathematisch nicht sauber aufgeschrieben, ist mir aber auch egal. Ich Alpha mal R2. Und jetzt kann ich das Alpha kürzen. Dann haben wir hier nämlich stehen R1 plus R2 durch R2 oder gleich 1 plus R1 durch R2. So. Was ist das Coole daran? Also das technisch praktisch gesehen richtig Coole. Das Ganze hängt nicht mehr von Alpha ab. Jetzt fragen Sie sich, was soll der Blödsinn? Und warum ist das cool? Ganz einfach, dieses Alpha wird im Wesentlichen bestimmt in der Praxis durch Halbleiter, durch die A einen Frequenzgang haben, B einen eventuell einen Temperaturgang haben. Also die werden halt besser oder schlechter, in der Regel schlechter, wenn sie warm werden. Und Halbleiter erwärmen sich allein durch ihren Betrieb. So, aber solange Alpha groß bleibt, groß heißt hier 1000, 10.000, eine Million oder so, solange Alpha groß bleibt, ist das konkrete Alpha egal. Ob das jetzt eine Million oder 2 Millionen oder 10 Millionen oder 100.000 ist, ist egal. Ne? Weil nämlich nur die äußere Bestaltung, namentlich diese beiden Widerstände, dieser Spannungsteiler hier, bestimmt, wie groß die Spannungsverstärkung dieser Schaltung ist. Und das ist das Coole. Und die haben eben keinen so großen Temperaturgang und vor allem auch keinen Frequenzgang so groß wie der Halbleiter. Ne? Also das ist der praktische Aspekt dabei. So, berechnen Sie für diesen Fall die steuernde Spannung U2. Nun, das kann man hier einfach ablesen. Da U2 geht ja im Prinzip gegen ja gegen Null. So, und auch das ist der praktische Nutzen dabei. Diese Schaltung, im Prinzip ist das ein Rückkoppelkreis, ein Regelkreis sogar, wenn Sie so wollen. Das heißt, diese Spannung wird immer so eingestellt von der Quelle, dass diese Spannung hier oben im Prinzip null wird. Weil nehmen Sie mal an, das wäre hier auch nur ein Millivolt. Millivolt und Alpha eine Million. Dann haben Sie ein Millivolt mal eine Million, das sind schon 1000 Volt. Das macht keinen Sinn in der Schaltung, nicht? Also das haben Sie nicht auf einer Platine. Also nicht auf so einer zumindest. Und von daher ist es physikalisch sinnvoll, dass das hier sehr klein wird, wenn Alpha nur groß wird. Und im Endeffekt wird diese Spannung immer dafür sorgen, dass dieser Spannungsunterschied hier sehr, sehr, sehr klein wird. Man spricht dann auch von einem virtuellen Kurzschluss. Das aber was, das machen wir, nee, wir nicht. Das kommt in Elektronik irgendwann, wenn Operationsverstärker behandelt werden. So, kompensieren Sie den Einfluss von RL. Nun, weil das hier eine ideale Spannungsquelle ist und die dementsprechend einen nicht vorhandenen Innenwiderstand hat, also wie Innenwiderstand 0 ist, sehr, sehr niederohmig ist, spielt RL keine Rolle. Das ist der andere praktische Aspekt dieser Schaltung. Dieses R3 hier, das kann zum Beispiel sein, dass das ein sehr großer Wert ist. Dass Sie eine Quelle haben mit einem Innenwiderstand von mehreren Kiloohm oder sogar Megaohm. Wenn Sie also an einen Geigerzähler oder sowas denken, der wird dann halt mal irgendwas ionisiert. Und da ist dann irgendwie so ein Haufen Elektronen unterwegs. Und sobald Sie da irgendwie was Niederohmiges anschließen, sind sie weg, die Elektronen, weil sie den Weg zur Masse gefunden haben. Ne? Also das sind, oder auch so chemische Sensoren oder sowas, die sind sehr, sehr hochohmig hier, weil die nämlich nur ganz wenige und spärlich Elektronen eigentlich liefern, die sie da
ja, die aus dem Messergebnis oder aus Ihrem physikalischen Umwandelprozess da stammen. So, wenn Sie da jetzt so eine Last anschließen wollten, Zeigerinstrument, nicht, wo Sie dann ein bisschen Wumm brauchen, damit der Zeiger sich bewegt, das wird nichts. Da sehen Sie gar nichts. Die paar Elektronen, die hier kommen, die verschwinden sofort und richten nichts aus. Anders, wenn Sie so eine Verstärkerschaltung hier nehmen, die setzt dann nämlich auch noch den Innenwiderstand der Quelle um. Denn effektiv hat, wenn Sie jetzt von hier nach links reingucken würden, diese Quelle einen idealen Innenwiderstand von 0. Also auch dafür nimmt man so eine Schaltung dann ganz gerne. So, das war's. Ja, genau. RL hat keinen Einfluss. Das kann man an den Formeln sehen. Keinen Einfluss auf das Ergebnis. Auf die Spannung UL. Nicht auf den Strom natürlich, nicht, aber auf die Spannung UL hat sie überhaupt keinen Einfluss. Es taucht ja in der Formel nicht auf. Okay. Weitere Wünsche. Wenn nicht, muss ich schon wieder Schluss machen. Also ich.